Und du, Dominique Herwig, willst du deinen Ehemann Pierre Plinter lieben und ehren, in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Nehme diese Ringe als Zeichen der Liebe. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Touch, für mich war's die. Und jetzt Umbau auf den 70B. Zack, zack und danke. Wir lassen es was arbeiten. Beleuchtung, Kostüm. Daniela, Claudia, ein Kaffee bitte. Meinen Kaffee bitte. Danke. Du bist auch überall, oder? Überall, wo ich. Wir sind spät dran. Ja. Wir müssen los. Wir müssen leider los. Ich mag nicht fotografiert werden. Wir kommen schon wieder zu spät. Wir schaffen das nicht. Oh, shit. Aidan! Stopp, stopp, stopp. Das ist die Hochzeit meiner besten Freundin, echt. Sie bringt mich um, ich sag's dir. Hochzeiten verzögern sich doch immer. Ich kenn mich dann bei der Auslady. Okay, Mann. Wo bleibt ihr denn? Schön, ich dachte, ihr kommt überhaupt nicht mehr. Hast du die anderen Geschenke? Oh nein. Sie bringt dich um. Sie bringt mich um. Sie bringt dich um. Das bei meiner besten Freundin. Jetzt sag doch mal, was ist denn das für ein Gefühl, wenn man dem begehrtesten Junggesellen der Nation bei der romantischsten Sache der Welt zugucken kann? Ach, das war doch keine echte Hochzeit. Na und, es kribbelt doch trotzdem, oder? Bei den vielen Blumen und dem schönen Kleid und den Ringen und wenn er dann die andere küsst? Nein. Warum glaubt hier eigentlich jeder, dass ich total versessen aufs Heiraten bin? Naja. Vielleicht, weil es so ist. Nein? Nicht ein kleines bisschen? Kein bisschen. Nina. Seitdem ich dich kenne, scheint die Sonne heller. Lass das. Deine Augen sind mein Hafen, meine Heimat. Ich kann nicht mehr ohne dich. Deswegen frage ich dich jetzt und hier. Willst du mich heiraten? Hör auf, Niklas. Komm. Es gibt doch immer diesen magischen Moment bei einer Hochzeit, wo jede Frau eigentlich gerne die Braut sein möchte. Mhm. Darum frage ich dich jetzt. Willst du meine Braut sein? Meine Braut für einen Tag. Nein, wobei, wenn ich es mir recht überlege, würden wir uns dann öfters sehen? Ja. Nimm dir nicht die Rosen, die brauchen wir später. Du Wahnsinniger. Absolut. Ich nehme die Rosen.
geheiratet. Die Hochzeit war so wunderschön, dass ich dich ganz... Andrea, du bist wunderbar. Das ist toll. Ach süß, ist das deine neueste? Also Maggie, ich bin's Nina. Foto bitte. Könnt ihr mal bitte vorkommen? Kommt mal bitte alle vor. Okay, hierher. Okay. Jetzt mal bitte die Frau küssen. Ja, super. Sehr schön. Ja. Nochmal alle lachen und hier. Raus, raus! Ist das nicht eine wunderschöne Hochzeit? Ja, aber du wirst bitte nicht wieder zu weinen anfangen. Es wäre schon schön, wenn wenigstens eine meiner Töchter in so einem wunderbaren Kleid heiraten könnte. Schau nicht so, Nini. Ein bisschen träumen wird dir wohl erlaubt sein. Liebe Penny, ich bin ja froh, dass ihr dann doch endlich noch geheiratet habt. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass du ein paar Geheimnisse über deinen Göttergatten erfahren sollst. Nein, bitte nicht. Doch, doch. Absolut. Wir drei, also Hugo, Harry und ich, wir waren ja in der Gegend berühmt. Manche würden sagen, berüchtigt. Und wir haben uns mit 12 den Schwur gegeben, absolut nie auch nur das Geringste mit Mädchen zu tun haben zu wollen. Der Erste, dem es doch passiert, dass er ein Mädchen küsst oder andersrum geküsst wird, fliegt hinterm Stall in den Misthaufen. Nun, ich fürchte, dass mehr oder weniger jeder von uns gegen diese Abmachung schon verstoßen hat. Obwohl, bei unserem eingefleischten Junggesellen Hugo bin ich da nicht so sicher. Es ist sehr schade, dass er heute nicht da ist. Ich habe einen Brief von ihm bekommen, den ich vorlesen soll. Meine liebe kleine Schwester Penny. Ich bedauere sehr, dass ich... Der hat genauso eine Sauklaue wie früher. Ich kann das kaum ins... Vielleicht, lieber Matti, solltest du trotz deiner Eitelkeit besser deine Brille aufsetzen. Hey! Wusstest du, dass Hugo kommt? Nein. Na und? Ja. Nur so? Ich finde, der sieht gut aus. Viel besser als früher. Unsinn. Tja, früher hat mich meine kleine Schwester immer verprügelt. Das hat sich glücklicherweise seitdem ein klein wenig geändert, aber was Frauen betrifft, bin ich nach wie vor etwas vorsichtig. Deswegen hätte ich sie auch niemandem gewünscht, außer meinem besten Freund. Einem meiner besten Freunde. Harry, hier sitzt die bezaubernde Strafe für den Bruch unseres Treueschwurs. Ich möchte sagen, lasst uns die Gläser erheben. Cheers to the bride and groom, auf das Brautpaar und auf die Liebe. Auf die Liebe. Auf die Liebe. Also, sagt der Freund zum Bräutigam. Sag mal, wie ist deine Frau eigentlich so im Bett? Ah, sagt der Bräutigam. Ach du, die einen sagen so, die anderen sagen so. Oh Gott, zum Glück ist der vom Markt. Entschuldigung. Prinzessin Ungestüm. Zur Strafe küsst jetzt den Matti. Oh, gute Idee. Harry, du kannst mich mal. Dasselbe noch mal, bitte. Hey. Sag mal, ist das nicht unsere... Ja. Mein alter Schwarm Nina. Unsere kleine Nina. Die gehört heute zu den besten Reiterinnen. Die wird gerade ganz heiß gehandelt für die Teilnahme an Olympischen Spielen. Die ist schon unter den besten 12. Die wird dir ganz schön Konkurrenz machen. Hugo. Auf Nina. Auf mich. Nee, dann jetzt mal auf mich. Nee, auf mich. Na gut. Nein, das ist gut. Heirate mich. Na, wie war's? Absolut krass. Alle meine Freunde werden mich beneiden. Ja, es war voll krass, aber ich muss jetzt noch mal raus, Baby. Ist das okay? Okay. 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 Trotzdem, Dankeschön. Oh. Was ist denn das? Oh, das habe ich gerade gezogen. Matti hat um meine Hand angehalten. Oh. Ich hoffe, du hast Nein gesagt. Ich habe gesagt, ich denke drüber nach. Und? Naja, Matti kann gut zuhören und er ist immer da, wenn man ihn braucht. Matti hat Mundgeruch. Er hat wunderbare braune Augen. Matti furzt in der Öffentlichkeit.
Ach ja? Na gut, ich werde nein sagen. Schön. Hey, Lady. Hände hoch. Wie wär's mit einer Überraschung, oder? Sehen. Toll! Ja, wenn ich kann, dann komme ich, versprochen. Oh mein Gott. So jetzt. Klamotten runter, Baby. Ha. Ja. Mhm. Und sie hat einen schönen Ring bekommen. Das stimmt. So einen hätte ich auch gern. Oh. Aber du weißt, dazu muss man heiraten. Heiraten in Nina und Niklas ist wirklich? Aber ja, du hast es doch gehört. Für einen Tag. Muss man in die Bar. Das habe ich jetzt gebraucht. Ich besorge mir was Richtiges. Großmutter. Mhm. Was bedeutet verlobt sein eigentlich genau? Das heißt, dass man sich verspricht, bald zu heiraten. Und zum Beweis, dass man das ernst meint, schenkt man sich einen Ring. Warum fragst du? Ach, weil Nina heute so einen Ring bekommen hat. Oh, das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis? Aber mir kannst du es doch verraten. Okay. Ich habe das Licht angelassen. Was? Ich komme gleich nach. Okay. Bye. Okay. Tschüss, fahrt vorsichtig. Ciao. Hallo, Nina. Hallo, Hugo. Länger nicht gesehen. Ungefähr eine Stunde vielleicht. Ja, genau. Ich kann mich erinnern. Schönes Auto. Steht dir. Danke. Wer war das denn eben? Ah, Niklas. Niklas Tremsal. Ja, den Namen habe ich schon gehört. Kennst du ihn besser? Niklas, Chérie, darf ich dir Melchior vorstellen? Er ist Pfarrer. Vielleicht kannst du ihn demnächst gebrauchen. Zum Beichten. Du weißt ganz genau, was ich meine, ne? Prost. 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 Auf jeden Fall werde ich die letzte Qualifikation vor der Olympiade in Altmühlen noch reiten. Aber du startest doch auch dort, oder? Wenn nichts dazwischen kommt, ja. Du bist also nicht nur wegen Fannys Hochzeit zurückgekommen. Immer noch so direkt wie früher. Aber ich bin wohl nicht der Einzige, der wieder mal zurück ist, oder? Ah, du meinst Sarah. Ich glaube, sie hatte genug von der Rolle der perfekten Ehefrau an der Seite eines Workaholics. Und jetzt schreibt sie schnulzige Liebesromane. Unter Pseudonym. Ich muss jetzt rein. Ich komm gleich nach, schnapp noch ein bisschen Luft. Nina? Schön, dich wiederzusehen. Komm her, Schatz. Tanzen. Lass Maggie in Ruhe. Gut, dass du kommst. Sie kommt alle so merkwürdig an hier. Du bist ja auch berühmt. Ich bin ganz schön böse mit euch. Warum erfahre ich denn nichts?
Ach, India muss mir das verraten. Was verraten? Ach, Kinder, ihr wisst gar nicht, wie glücklich ihr mich macht. Moment. Ich weiß, ich bin eine total unmögliche Mutter, weil ich keine Geheimnisse für mich behalten kann. Aber ich bin eben auch eine total stolze Mutter. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, unsere Nini hat sich heute mit Niklas Tremsal verlobt. Mama! Ja, jetzt ist es raus, Nini. Tusch! Wollen wir alle tanzen? Wann soll denn die Hochzeit sein? Ach, von mir aus gestern. Naja, das kriege ich schon hin. Bist du wahnsinnig geworden? Wovon redest du eigentlich? Manche Sachen passieren einfach so im Leben. Trau dich. Sag ja. Oder willst du deine Mutter enttäuschen? Alexandra, Hallöchen. Ist der Nina noch im Bett? Warum glaubst du nicht, dass wir den ganzen Tag nur im Bett verbringen? Weil es mehr oder weniger stimmt. Also, wo ist sie? Keine Ahnung. Wieder bei den Riesentieren. Ja. Wieder schauen. Ade. Halten, bitte? Nee, nicht wirklich. Rebecca! Deine Mutter war heute Morgen schon da. Die glaubt auch, dass wir den ganzen Tag im Bett verbringen. Stimmt leider nicht. Da hast du uns ja was Schönes eingebrockt. Braut für einen Tag. Wann willst du die anderen aufklären? Wer sagt, dass ich irgendwas aufklären will? Ich. Ich sag das. Ich hab nachgedacht. Ich meine das ernst. Ich hab ein gutes Gefühl. Und außerdem bekommt deine Mutter einen Hörsturz, wenn die rausfindet, dass es alles hier nur ein kleines Missverständnis ist. Du glaubst also, wir sollen heiraten, nur weil meine Mutter spinnt? Du bist ja verrückt. Nee. Weil ich dich liebe. Das hier hast du doch alles gar nicht geplant, oder? Gestern nicht, aber heute schon. Wahrscheinlich hat uns deine verrückte Mutter einen Riesengefallen getan.
jetzt mal ernsthaft. Bist du dir sicher, dass du mich heiraten willst? Absolut. Es kommt natürlich darauf an, ob du mich auch heiraten willst. Ich würde selber gerne noch ein bisschen länger bleiben. Vielleicht komme ich nächste Woche noch mal für ein paar Tage vorbei. Du drehst am 6. Aber Italien ist nicht Los Angeles. Ich kann dich besuchen kommen und du kannst mich auch besuchen kommen. Sicher. Was ist denn das? Was sind das? Hey, Lady. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Was? Ich liebe dich. Bis gleich. Bis gleich. Ich muss jetzt los. Nein. Ich gratuliere dir. Wozu? Niklas und du, ihr seid wirklich ein tolles Paar. Guck mal. Ich nehme an, das ist eure Verlobungsanzeige. Verlobungsanzeige. Es ist sehr gelungen. Willst du nicht? Schenke ich dir. Tschüss. Schönen Tag noch. Komm. Dann soll sie es dem Pfarrer ins Pfarrhaus zurückschicken. Ja. Mutter, ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Grüß Tante Maggie ganz lieb und sag ihr, wir besuchen sie bald, ja? Meinst du nicht, du solltest vielleicht doch besser aufhören, wir brauchen? Nein, ich glaube nicht, dass Nina sofort eine Familie gründen will. Tschüss! Sag mal, worüber redet ihr eigentlich? Sind jetzt alle verrückt geworden, oder was? Franziska, die ist hinter mir hergerannt, um mir die Zeitung in die Hand zu drücken. Hast du gesehen, wie die Hugo anmacht, das Luder? Dabei ist sie mit Richie verlobt. Kann es sein, dass du ein bisschen... Ein bisschen was? Schon gut. Was denn? Jetzt sag schon, was denn? Dass du ein bisschen gekränkt bist wegen der Affäre, die Hugo und Franziska hatten, als sie in Australien waren. Du ereiferst dich immer so, wenn du über sie sprichst. Ich ereifere mich? Das stimmt doch gar nicht. Ich hasse es nur, wenn sie ihre Arbeit nicht richtig macht. Von mir aus können sie es von morgens bis abends miteinander machen. Das ist stimmt, mir vollkommen stimmt. Wurscht. Stimmt, entschuldige, ich habe mich geirrt. Kein Eifer nirgends. Na bitte. Guten Tag, die Herrschaften. Mama? Wo sind sie denn? Hier hinten. Hi. Ach, hallo. Hallo. Hi. Lani war es im Bio. Gut. Hi. Sag mal, das mit dem Heiraten ist doch wohl ein Scherz, oder? Wieso Scherz? Na, weil ihr so überzeugend auf mich nicht gewirkt habt. Das ist ja großartig. Da macht man mir einen Heiratsantrag und dann will mir mein bester Freund davon abraten. Wir sind seit über einem Jahr ein Paar. Reicht das? Na dann. Ja, irgendwie schon. Immer mal wieder, wenn man sich euer Leben so anguckt. Sehr witzig. Es kommt einfach alles so plötzlich. Wir sind überrascht. Und wann genau wollt ihr heiraten? In den nächsten Wochen. Ach ja, in den nächsten Wochen. Mhm. Na, das ist ja fein. Da können wir unsere Qualifikation in Aumühlen abschreiben. Weißt du, was das heißt? Olympia, auf Wiedersehen. Ich will nur heiraten. Ich will nicht mein ganzes Leben verändern. Nina, du musst unter die besten 6 in Deutschland kommen. Da ist kein Platz für so eine dämliche Hochzeit. Jetzt ist aber genug. Du hast uns ja was Schönes eingebrockt. Ich stehe auf Niklas.
Und außerdem hat Großmama gesagt, dass wir dann alle seine Filmfreunde kennenlernen. Meinst du, Brad Pitt kommt auch? Oh Gott. Ich glaube, ich krieg Kopfschmerzen. Niklas und Nini werden heiraten. Ist das nicht schrecklich aufregend, Schatz? Das hier mit der Goupierspitze in Crème würde ihr fabelhaft stehen. Nini kann sowas wunderbar tragen, sie hat die Figur dafür. Oder findest du Chantilly-Spitze in der Crue besser? Hast du dich eigentlich jemals gefragt, ob sie überhaupt möchte, dass du ihr hilfst? Oder wie sie sich das vorstellt? Ich musste meine eigene Tochter nicht fragen, ob ich ihr bei den Hochzeitsvorbereitungen zur Hand gehen soll. Das ist mein mütterliches Recht. Fast 30 Jahre habe ich darauf gewartet. Naja, das mit Sarah, das war ja nix. Hochzeit im kleinen Rahmen. Oskar, wo gehst du denn jetzt hin? Spazieren. Naja, keinesfalls Bündchenspitze. Ja, Brüsselerspitze, das wär's doch. Hm. Nicht so nach vorne lehnen. Achte doch mehr auf deine Spur. Aber ansonsten ist das fein. Sehr gut. Sehr schön. Du kannst mit deinen Pferden hier so lange bleiben, wie du magst. Die vorderen Ställe sind schon hergerichtet für dich. Danke. Ich bleib auf jeden Fall bis Altmühlen. Danach geht's sowieso weiter ins Trainingslager bis zur Olympiade. Du bist immer noch der alte Weltenbummler, ja? Ja. Es tut mir leid, das mit Bodybuilder. Ja, ist wirklich schade um ihn. War ein ausgesprochen kluges Pferd. Hab das Mistvieh richtig geliebt. Warum ist ausgerechnet er in seiner Box stürzt, das verstehe ich nicht. Hugo, sowas kann immer wieder mal passieren. Das Leben ist manchmal einfach ungerecht. Tja. Aber ich glaube, ich habe zurzeit eine richtige Pechsträhne. Na, was meint ihr? Ich denke, sie hat die besten Chancen, oder? Glaubst du? Ja. Ich hoffe halt bloß, dass Morningstar das hält. Der ist halt jung. Er hat keine großen Erfahrungen mit langen, schweren Geländestrecken. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war mit dem Pferd. Ach, Matti, komm. Vielleicht startet Nina doch besser auf Eisturm. Wenn der das nicht schafft, dann können wir das mit der Olympiade vergessen. Nina weiß ganz genau, was sie macht. Morningstar ist ein Ausnahmepferd. Ein richtig kleiner Gewinner. Wirst schon sehen. Oh, ich glaube, da kommt Arbeit für dich. Na, endlich. Fahr mal eben zur Bank und lass unsere Konten sperren, damit Alexandra nicht das ganze Geld für diese Hochzeit verpulvert. Bis später. Das war doch schon ganz okay, oder? Jo. Wie fühlst du dich? Ja. Gut. Bring sie aus dem LKW und mach mir ein Sandwich fertig. Gut gemacht. Fein. Danke. Okay, ruh dich aus. Alles klar. Guter Form. Gratuliere! Wozu? Zur Verlobung. Ah. Penny hat mir erzählt, dass ihr euch bei Sarahs Verleger kennengelernt habt. Ach, hat sie das? Ja, hat sie. Weißt du, ich hoffe nur, dass du als Ehefrau von einem so berühmten Schauspieler deine eigene Karriere nicht pausen lässt. Mit all den neuen Verpflichtungen. Das wäre ziemlich schade, findest du nicht? Immer noch besser als der einsame Reiter, der durch die Welt zieht und keine Verpflichtungen hat, oder? Wenn du das meinst, Nina. Bitte.
ich find's gut. Mini, was habe ich gesagt? In welche Kategorie gehört Schokolade? Einmal die Woche. Na, ja, gibt's ja einiges zu tun. Schatz, wenn wir doch nur etwas mehr Zeit hätten. 6 Wochen bis zur Hochzeit, das ist einfach keine Zeit. Niklas hätte seine nächsten Filme in Amerika doch nur wirklich verschieben können. Mama, Niklas ist Schauspieler. Niklas kann keine Termine verschieben. Und Mama, falls du es vergessen haben solltest, ich auch nicht. Mama, ich nehme jetzt ein Entspannungsbad. Ja. Aber du, dann müssen wir unbedingt die Farbtöne der Dekorationen mit denen der Brautjungfern und Blumenkindern abstimmen. Nicht so blöd. Du, weißt du schon, wer das sein wird? Nina. Bis zur Hochzeit kriegen wir das schon wieder hin. Was macht Niklas eigentlich als nächstes? Dreht er wieder mit dieser wunderbaren Sandra Bullock? Oh Gott, die liebe ich ja. Keine Ahnung. Oh, schau, Schatz. Schau dir nur diesen Traum in Creme an. Ach, Mama, das hat doch noch Zeit. Zeit? Oh Gott. Nini, du machst Scherz an, was wir noch alles denken müssen. Die Einladung, das Aufgebot, die Ringe. Wunderbar. Vielleicht wollen wir ja im kleinen Kreise heiraten, Mama. Kleinen Kreis? Nini, das kannst du mir nicht antun. Jetzt lass mich doch erst mal in Ruhe baden, dann reden wir später darüber, ja? Darüber reden? Nini, du heiratest einen internationalen Star. Das ist ein Event. Also, ich habe für morgen alles arrangiert. Um 3 ist die Anprobe und dann werden wir dich so richtig ausstaffieren. Ausstaffieren? Ach, habe ich das gar nicht erwähnt? Eine kleine Anprobe, Schatz, so ganz ohne geht's nicht. Es ist Niklas. Grüß mir den Chambeur. Warte einen Moment, ja? Und frag ihn bitte, ob er die Erdbeermousse mit 3 verschiedenen Soßen haben möchte. Ja, okay. Hallo. Ich habe exakt 3 Minuten Zeit, dir mein Herz zu Füßen zu legen. Die machen mich alle ganz wahnsinnig hier. Entweder sie beneiden mich maßlos oder sie sagen, dass es sowieso nicht funktionieren kann. Keiner hat einfach so gratuliert, seitdem du weg bist. Oh Mensch, es tut mir so leid, dass ich nicht da sein kann. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich dich vermisse. Doch, kann ich. Was machst du eigentlich gerade? Ich habe jetzt gleich Dialogprobe mit Minty. Minty? Minty Blinch, meine super talentierte Kollegin. Die spielt mir jeden Tag an die Wand. Aha. 2 Minuten, Signore Tremsa. Va bene. Okay, Süße, ich muss jetzt los. Wir sprechen morgen. Okay. Ciao. Ciao. Mille baci. Naja. Drehen Sie sich doch mal um. Maja, könnte flotter sein. Aha. Könnte ein bisschen warm werden. Tja. Nini, du musst unbedingt dein Gewicht halten, denn wenn das Kleid erstmal angepasst ist, dann... Na, untenrum sieht's doch aus wie ein Zirkuszelt. Findest du nicht? Also, wer kann denn sowas tragen? Zelt? Also ich finde nicht, dass es aufträgt. Es ist einfach klassisch. Klassisch? Also dich nehme ich nicht noch mal mit. Was? Du verdirbst mir alles. Ich dachte, du bist mir eine Hilfe. Oh. Hier, schau mal. Ach Gott, Liebling, ich bin ja so stolz auf dich. Sieh mal hier. Also, mir reicht für heute. Was? Wissen Sie, sie ist etwas nervös. Die Hochzeit und. Nein. Trauen Sie sich? Ja, gerne. Ja, Moment mal. Hugo. Das ist glaube ich, ein Missverständnis. Es gibt ja diesen wunderbaren Brauch, dass Kinder vor den Brautleuten in die Kirche einziehen und Blumen streuen. Entschuldigen Sie, ein Symbol der Freude. Lass ihn doch erstmal aussprechen.
Wir freuen uns, dass ihr diesen Weg geht, diesen Weg in die Gemeinsamkeit. Ah ja, dann ja, brauche ich noch den Geburtsnamen ihrer werten Mutter. Theresa? Ah ja, und dann denke ich natürlich an die Zweige auf der Straße beim Einzug Jesu in Jerusalem. Ach, das ist ja romantisch, findest du nicht? Und an den roten Teppich bei Staatsbesuch. Wirklich? Sehr romantisch. Ja, ja, ich brauche dann noch ihr Geburtsdatum. 11.07.1985. Ja, ich würde dann gerne anfangen mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Ihr sollt nicht tun, was jeder Einzelne von... Das hat sich da hineingemogelt. Am besten lasse ich ihn. Herr Pfarrer. Da. Schauen Sie ihn sich noch mal gründlich an. Das machen wir. Sprechen das Ganze noch und machen dann einen Probedurchlauf. Das kennen Sie ja als Schauspieler. Wiederschauen. Wiederschauen. Danke sehr. Hugo. Also echt. Wo ist er denn? Wer ist wo? Dein Verlobter. Ach, der, ja, der kommt bald. Der. Hm. Also, dass der Pfarrer dich mit Niklas verwechselt, ist schon unglaublich, oder? Also ich glaube, ich brauche mal einen Drink. Willst du auch einen? Hm? Danke, ich muss gleich los. Sag mal, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du nachher zu Franziskas Party kommst. Bei Angelo. Franziska? Party? Nein, danke. Schade, hätte mich gefreut. Darf ich? Danke. Tschüss. Nina, mein Engel, Sie haben einen Drehtag angehängt in diesem elenden Studio. Vor Dienstag klappt es auf keinen Fall mit dem Rückflug aus Rom. Ich kann dich nicht erreichen. Hast du ausgehängt? Niklas. Kann ich wirklich einen Drink vertragen? Endlich wieder eine Hochzeit in die Dorf. Wie wunderbar. Alles fertig machen, perfekt. Ja. Bene? Angelo. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Hochzeit hier feiern werden. Oh, naturalmente. Ich heirate die Kirche. Und dann wird Angelino zubereiten ein Essen magnifique. Bene? Va bene. Matti. Ei. Beides Lades, komm. Warte mal kurz. Ach. Es ist besser für dich, Schatz. Onida! Du, Niklas hat vorhin bei uns angerufen, weil er dich den ganzen Tag nicht erreichen konnte. Er hat furchtbar viel zu tun, es geht ihm gut, aber er klang sehr müde. Nina, bist du doch noch gekommen? Schön. Und, hat er eine Nummer hinterlassen? Der muss nach dem Drehen gleich auf eine Promotion-Tour. Da kannst du ihn sowieso nicht sprechen. Aha. Hat er sonst noch irgendwas gesagt? Ja. Hallo, Nina. Hallo. Dass er dich liebt. Und dass er es vielleicht doch schafft, am übernächsten Wochenende nach Hause zu kommen. Übernächstes Wochenende? Aber da reite ich doch die Qualifikation für Olympia. Ich hab's ihm schon tausendmal gesagt. Hey. Also Niklas, wenn du mich fragst, dann solltest du dir das mit dieser Hochzeit... Grazie, mi basta. Nochmals gründlich überlegen. So eine Frau wie Nina passt einfach nicht zu dir. Natürlich verstehe ich, dass du gern zu ihr aufs Land fährst und dich dort erholst. Aber denk dran, sie führt doch ein völlig anderes Leben als du. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob du überhaupt weißt, was sie da tut. Reiterin. Du kannst Pferde nicht ausstehen. Geschweige denn dir vorstellen, jedes dritte Wochenende mit ihr auf einem Turnier zu verbringen und Schleifchen zu halten. Sei doch mal ehrlich. Bis heute hast du alle öffentlichen Auftritte mit ihr vermieden, weil sie in deinen Augen so wunderbar direkt ist.
Lisette, entspann dich. Ich liebe Nina. Und im Leben muss es ja nicht immer um die gleichen Interessen gehen, oder? Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als das Image deiner Nina ein bisschen zu verändern. Sonst holt die Presse die alten Kamellen mit deinen Verflossenen wieder vor. Diesmal ist es ernst. Niklas Tremsal hat endlich seine große Liebe gefunden. Star heiratet. Prinzessin vom Lande. Du wirst sehen. Wenn alles klappt, machen wir daraus eine glaubwürdige Notting Hill Story. Ja, tschüss. Steig auf, ich zeig dir was. Wo sollst du hingehen? Frag nicht. Lass dich überraschen. Na gut. Sitzt du? Ja. Na, erinnerst du dich, wie wir nach dem Reiten über Baden gegangen sind? Weißt du noch, wie Penny gelacht hat, als du von Hoover gestürzt bist? Sehr witzig. Ja, Ewigkeiten nicht hier. Schön hier. In Australien habt ihr euch da öfters gesehen, du und Franziska? Warum fragst du? Hab ich so gehört. Ach so. Ja, ja. Sie ist wunderbar, nicht? Wenn du das sagst, Nina. Viele Männer würden glatt sterben, um mit ihr zusammen zu sein. Tatsächlich. Ja, leider kommt ja Richie nächste Woche. Das weiß ich, Nina. Willst du mir damit sagen, dass ich besser Schluss machen soll mit... Ja, ich finde, das wäre besser für sie. Schließlich wollen die beiden ja heiraten. Verstehe. Du willst nur das Beste für mich. Mhm. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich geschmeichelt fühle, dass du so regen Anteil an meinem Liebesleben nimmst. Wie wär's mit einer Runde schwimmen? Hast du Lust? Du bist so unglaublich schön. Heute Abend ganz besonders.
Überraschung. Nico, was machst du denn hier? Gib mir deine Lippen, Baby. Du willst doch auch kommen, starr dich nicht. Lukas, lass das! Hast du auch noch was anderes im Kopf? Na, was ist denn mit dir los? Ich hab die frühe Maschine genommen, ich wollte dich überraschen. Hab ich irgendwas falsch gemacht? Falsch gemacht? Erst überredest du mich in einem Anfall von Romantik, dich zu heiraten. Dann lässt du mich mit diesen ganzen Vorbereitungen alleine sitzen. Und zu guter Letzt hältst du mir deine Presseagenten auf den Hals, die mir kurzerhand erklären, dass ich mein Image verändern soll. Kannst du mir das bitte mal erklären? Okay, lass die Klamotten noch mal kurz liegen. Ich habe eine super Idee. Ich komme jetzt einfach noch mal rein, okay? Du kommst jetzt nicht noch mal rein. Ich muss zum Training. Matti wartet. Wie, und das ist kein Problem, oder was? Andauernd verbringst du deine Zeit mit diesen blöden Viechern. Und von diesen duften Reitertypen gar nicht erst zu sprechen. Bei dir weiß man nie, was kommt. Training, Training, Training. Oh, warte mal. Training. Hey, Sex bekomme ich auch woanders. Dafür muss ich nicht herkommen. Darf ich dich daran erinnern, dass du mich heiraten wolltest? Zu schön. Na, wie war's? Es wird höchste Zeit, dass wir zur Klose gehen, den Hochzeitstisch vorbereiten. Und glaub mir, Liebes, es gibt nichts Schöneres, als Geschenke auszusuchen. Ich habe da schon ein Service im Auge. Leicht cremefarben mit kleinem Dekor. Nicht ganz billig. Und das passende Besteck habe ich auch schon. Ja, ich komme gleich. Nini, du bist ein Schatz. Ach, was du und dein Vater immer an diesen Riesentieren findet. India, komm. Du, beeil dich, mein Schatz. Ich fahr schon mal vor. Ja, ich komme gleich. Nina. Wegen gestern, es tut mir leid. Vergiss es einfach. Okay. Nina! Gut. Komm schon! Mutter wird langsam verrückt. Ich hab ja die falschen Klamotten an. Mitgebracht, damit du endlich in Stimmung kommst. Oh. Hallöchen. Ich dachte. Okay. Von Meilinger. Ich finde Van Hoogstraten wesentlich exklusiver. Ist das nicht Charleston Gold? Ja, da haben Sie recht. Und wenn Sie mal die Qualität des Dekors beachten wollen. Alles von Hans. Sowas hat man fürs Leben. Ja. Also ich finde, wir nehmen das. Was meinst du, Nini? Setz es auf die Liste. Setzen Sie es auf die Liste. Oh Gott. Für Weihnachten. Naja, also das ist ja wohl ein Ausrutscher. Und Salz kann man immer gebrauchen. Ja, die sind von Ogassi. Ach Gott, hier sind wieder deine Riesentiere. Wäre das nicht was fürs Gäste-WC? Naja, das kann man auch immer gebrauchen. Hab ich schon seit Jahren. Schöne Sachen haben wir uns ausgesucht. Wir? Noch nie habe ich sie so wunderhübsch gesehen.
Das Licht hier scheint für Sie besonders vorteilhaft zu sein. Das heißt... Sag mal, ist in deinem Leben eigentlich immer alles nach Plan gelaufen? Klar, immer. Deshalb sind India und ich heute auch alleine unterwegs. Das verstehe ich nicht. Mein Ex-Mann Peter ist ein sehr kluger Mann. Er hat immer unheimlich viel vorgehabt. Und das war unser größtes Problem. Er ist ein absoluter Workaholic und Perfektionist. Wenn er abends nach Hause kam, konnte er überhaupt nicht verstehen, warum das Leben nicht genauso funktioniert wie seine Arbeit im Büro. Was macht er in seinem Büro? Er ist Architekt. Ein sehr erfolgreicher. Ich glaube, heute lebt er genau das Leben, das zu ihm passt. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, dass die meisten meiner Ex-Freundinnen heute auch glücklicher sind. Also ich meine so ohne mich. Klar. Sag mal, kennen Sie irgendwas davon? Okay. Also, Mathilde wird den ganzen Tag von meinem Chauffeur Mark. Das war nicht dein Ernst. Wieso? Das ist eine Menge Kohle, hm? Ich dachte schon, du willst mich loswerden. Was soll das denn heißen? Nichts. Nur, dass du mich beinahe umgelegt hättest. Sag mal, würdest du noch mal heiraten? Klar. Wenn es der Richtige ist und India und er sich mögen, warum nicht? Ich liebe Gruselfilme. Hm, ich auch. Hallo. Hallo, was ist denn das hier so laut? Schon weg. Komm, wir gehen gleich. Nina hat sich lauter scheußliches Zeug ausgesucht. Und Großmutter war wie immer total begeistert. Sei still, sonst sage ich, dass du den ganzen Tag mit Niklas angegeben hast. Aha. Tschüss. Schon wieder weg? Ja, ist doch besser für euch. Die Sachen hole ich morgen. Komm. Tschüss. Tschüss. Warte, ich bring euch zum Auto. Morgen, das tut mir leid. Die Hochzeit überfordert mich total. Ich hatte keine Ahnung, was meine Mutter davor hat. Alles von Hand. Sowas hat man fürs Leben. Meine Mutter. Das ist vielleicht momentan alles ein bisschen viel für dich. Kaum sind wir verlobt, bist du schon wieder weg. Was heißt hier gemeinsam? Bei jedem Film wird alles für dich organisiert. Sogar das Aufstehen und wann du isst. Ich kann das für dich nicht übernehmen. Das ist kein Vorwurf, aber unter Zusammenleben habe ich mir was anderes vorgestellt. Süße, ich tue schon, was ich kann. Ich habe heute extra einen Drehtag verschoben, dass wir morgen früh unsere Ringe aussuchen können. Siehst du, das meine ich damit. Wir reden nicht richtig miteinander. Aber wir reden doch miteinander. Ich habe am Samstag ein großes und wichtiges Turnier. Ich muss morgen zum Training. Ja, kannst du nicht ein bisschen später gehen? Du willst es einfach nicht verstehen. Wenn ich mein Pensum nicht absolviere, verliere ich die Nennung zur Olympiade. Verstehst du? Ja, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Ich kann ja Sarah fragen. Wann fliegst du? Um 11. Oh, sorry, warte. Pronto?
Hey, ciao, Doktore. Come va? Sì. Aspetta. Ja. Ich muss mal. Doktore. Ja, passt ein bisschen besser auf deine Linie auf, Nina. Aber schon gut. Was machst du eigentlich nach Altmühlen? Ich muss auf jeden Fall bis Ende des Monats nochmal zurück nach Adelaide. Pferde für die Sponsoren aussuchen. Ach, dann bist du ja gar nicht da, wenn Penny zurückkommt. Nee. Und die Hochzeit von Nina verpasst dann ja wohl auch, hä? Das ist zurzeit kein anderes Thema mehr als diese blöden Hochzeiten. Schön, schön, Nina. Ja, das wird. Sehr schön. Ich weiß sowieso nicht, was Nina in diesem Niklas findet. Er kann auch einen Pferdeapfel nicht vom Golfball unterscheiden. Wohl wahr. Was ist denn eigentlich mit dir und Franziska, hä? Nichts, was soll sein. Mann, das ist eine Ewigkeit her. Meine Fresse, du, wie jemand so viel von Pferden und so wenig von Frauen verstehen kann. Wo du recht hast. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon Single, hä? Ich? Wird schon, wird schon. Hoffentlich bringt das kein Unglück. Ach, mach mal auf. Komisch, oder? Vielleicht bloß ein bisschen ungewohnt. Ja nicht, wenn er jetzt was passiert, mit diesem Riesentier, so kurz vor der Hochzeit. Das Riesentier ist ein Pferd. Und unsere Tochter konnte reiten, bevor sie laufen konnte. Was soll da groß passieren? Mal nur nicht wegen diesem verrückten Turnier meine Hochzeit ins Wasser fällt. Meine liebe Alexandra, das ist nicht deine Hochzeit. Du bist bereits verheiratet, wenn du dich erinnern magst. Ich bin Oskar und ich bin dein Mann. Was passiert eigentlich, wenn du es zur Olympiade schaffst? Wie geht's denn dann weiter? Keine Ahnung, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Ich weiß nur eins, ich muss es schaffen. Und Niklas, was sagt der dazu? Niklas hat noch nicht mal angerufen, um mir Glück zu wünschen. Der sitzt wahrscheinlich vorm Fernseher, guckt ein Golfturnier und glaubt, dass ich gleich starte. Das ist nicht dein Ernst? Doch, ist mein Ernst. Ja, da hakt's. Da hakt's auch bei allen. Aber trotzdem. Na, Nina, bist du bereit? Alles klar. Wunderbar. Komm. Ja? Hallo. 1, 2, 3. So. Sprung 3 musst du ruhiger anreiten. Das Wasser ist ziemlich tief. Alles klar. Viel Glück. Nächster Starter für England mit der Nummer 133 ist Mark White mit Carol Fear. Kann man nur sagen, viel Glück. Du schaffst das, Nina. Komm. Ich kenne sie doch aus dem Bild. Mit der Nummer 135 ist nun am Start für Deutschland. Ja. Nina Becker mit Morningstar. Im Moment die Führende mit 39,8 Strafpunkten. Morningstar kommt den Berg runter Richtung Wasser. Nimmt Sprung 2, das Haus nach. Und reitet weiter zum Wassereinsprung. Ob sie das hinbekommt? Franziska hält den Mund. Durch den Wasserkomplex ohne Probleme und mit Leichtigkeit über den Wasseraussprung und weiter Richtung Ziel. Morningstar und Nina Becker für Deutschland kommen ins Ziel. Schafft sie es unter die Bestzeit? Sie hat noch 6 Sekunden. Morningstar kommt ins Ziel ohne Zeitfehler. Die Siegerin des CIC 3 Sterns Altmühlen ist Nina Becker und Morningstar. Ich hab dir doch gesagt, Morningstar. 39,8 Punkte hat sie die Prüfung für sich entschieden.
Herzlichen Glückwunsch der Siegerin. Meine Damen und Herren, das CIC-3-Stern-Alternativ verabschiedet sich hiermit. Wir bedanken uns bei Ihnen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Wir würden uns freuen, Sie im nächsten Jahr wieder zu einem spannenden Wettkampf hier in Altmühlen begrüßen zu dürfen. Sehr gut. Wunderbar. Wie ist es im Gelände gelaufen? Es ist richtig gut gelaufen. Außer beim Coffin. Ich hatte eine richtig schlechte Distanz. Aber Morningstar hat es alles wieder aufgeholt. Glauben Sie, wäre das fit genug für die Olympischen Spiele? Oh, er hat ein großes Herz. Und er ist ein Kämpfer. Ich kann mich hundertprozentig auf ihn verlassen. Und wünsche mir ganz viel Glück. Danke. Dankeschön. Oh. Da kommt ja unsere Siegerin. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ganz toll gemacht. Vielen Dank. Das war ja wirklich ein spannendes Turnier. Ja, wann dürfen wir Sie denn zum Probetraining erwarten? Oh, das weiß ich nicht so genau. Vielleicht nach meiner Hochzeit? Das heißt also, Ihr Mann wird Sie begleiten? Ja, ich denke schon. Ja, dann also auf erfolgreiche Olympische Spiele. Kleid ist wundervoll. Obwohl, das mit der Spitze in Creme wäre noch schöner gewesen. Wenn es dir so gut gefällt, dann kannst du es ja zur nächsten Hochzeit tragen. Ach, red kein Unsinn, Kind. Ich würde noch mal heiraten. Was würde dein Vater dazu sagen? Oh Gott, jetzt hätte ich beinahe den Termin mit der Gärtnerei vergessen. Ciao, mein Herz. Schön bist du. Eigentlich. Nina! Ja? Nina? Was machst du denn da? Hugo! Ich wollte nur einen Pokal vorbeibringen, hast du vergessen? Kannst du mir helfen? Klar. Raus? Ja. Nee. Das oder. Sorry. Doch lieber wieder. Lieber runter. Okay. Ja. Buongiorno, signora. Buongiorno. Signor Trems kann leider nicht kommen. Es gibt ein großes Problem. Aber bitte kommen Sie, ich fahre Sie zum Drehort. Mehr da hinten! Unter den Baum würde ich ihn stellen. Hier, halt! Nicht so nah ran, sonst latschen doch die Leute den Rasen kaputt. Doch, das ist ganz gut so. Lass mal. Hallo, Alexandra, wo ist denn Nina? Ich muss dringend mit dir sprechen, ich habe die Startdaten. Ja, die ist nicht da, und stell dir vor, die ist einfach nach Italien gefahren, jetzt, wo noch so viel zu tun wäre. Naja, die Liebe. Nach Italien? Hat sie gesagt, wann sie zurückkommt? Ach, nichts hat sie gesagt, aber sie wird anrufen. Du setz dich doch, da hinten gibt's was zu trinken. Nein, ein bisschen mehr nach links. Das Zelt bleibt jetzt, wo es steht, und wird keine Millimeter verrückt. Also, du bist unmöglich. Ja, das bin ich. Naja. Hallo, links! Hallo.
Der Heirat macht sie noch verrückt. Nicht nur sie, wirklich. Bei dir alles in Ordnung? Ja, geht so. Also, jetzt machen wir es so, wie ich es möchte. Nach links, meine Herren, nach links. Hopp, hopp, hopp. Hoch, hopp. Wunderbar. Sehr schön. Und noch ein bisschen nach hinten. Dabei, nach hinten. Signora, leider kann Signor Tremsal jetzt noch nicht kommen. Er muss noch weiter drehen. Aber er wird später mit Ihnen sehr, sehr romantisch essen gehen. Kommen Sie, ich bringe Sie ins Hotel. Na, wenn? Prego. Jahre. Weißt du eigentlich, was das für eine lange Zeit ist? Ja. Ich bin 36. Wie bitte? Ach so, nein, nein. Ich meine, ich bin seit 36 Jahren mit meiner Frau verheiratet und wir sind immer noch glücklich. Wie schön für euch. Du hast doch die Richtige gefunden. Davon kann manche nur träumen. Es mag zwar etwas altmodisch klingen, aber wir lieben uns immer noch. Nina ist Weltklasse. Hm? Reitsport. Ja. Salut! Kennst du den schon? Zack! Hallo! Oder so. Komm, ich bin schon bei ein bisschen Gabi schlafen, ich muss in die Büsche pushen. Belladonna! Eine Sekunde, Asperger. Na, Schatz? Wollten wir nicht alleine essen gehen? Du, der Produzent ist hier, das kann ich unmöglich ausschlagen. Komm, es sind liebe Menschen, komm. Das ist Nina. Hallo, Nina. Schönen Abend. Guten Abend. Niklas, kommst du noch mal? Wir müssen reden. Abend, Frau Becker. Mein Name ist Maya Gonzalez. Ich schreibe für die Digeto. Wie Sie wissen, beabsichtigen wir eine Homestory über Sie zu machen. Ah, ist das denn alles schon abgesprochen? Herr Tremsal hat mir gestern grünes Licht gegeben. Ciao. Hey, ciao. Ciao. Ich würde mir da keine Sorgen machen. Die sind immer so. Ah, natürlich nicht. Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment. Nee, so ist es wirklich. Na klar, auf jeden Fall. Ist das so? Ey, wo ist denn Nina hin? Ich glaube, sie wollte mal kurz an die frische Luft. An die frische Luft? Mhm. Aspetta, eine Sekunde, ja? Müde und du warst ja die ganze Zeit beschäftigt. Sag mal, warum willst du mich eigentlich heiraten? Weil ich sie doch so sehr liebe, Lady. Nein, jetzt mal ganz ernsthaft. Ist irgendwas passiert? Sag mir einen guten Grund. Nummer eins. Wir kommen gut miteinander aus. Nummer zwei. Wir verstehen uns super. Nummer drei. Du respektierst meine Welt. Und das hilft ungemein. Reicht das? Keine Ahnung. Süße, ich finde heiraten toll. Mhm. Aber ich habe dir nicht versprochen, dass ich plötzlich über Nacht ein anderer Mensch werde. Du weißt, wie ich zu meinem Beruf stehe und was es beinhaltet. Die Schauspielerei ist mein Leben. Und wenn alles gut läuft, arbeite ich nächstes Jahr in Amerika. Und wir werden dort gut leben können. Aber wenn du irgendwelche Zweifel hast, dann musst du dich relativ schnell entscheiden, weil wir nämlich in 3 Tagen heiraten. Stimmt. Ich werde jedenfalls pünktlich übermorgen am Traualtar stehen. Und da solltest du eigentlich wissen, was du willst. Mehr kann ich dir nicht bieten. Musik.
Sag mal, was hältst du eigentlich von Olympia? Die Stadt? Na, ist ziemlich heiß, ziemliches Trümmerfeld, super ungemütlich, macht nicht wirklich Spaß. Trümmerfeld. Verstehe. Schön, dich zu sehen. Ja, was glaubst du vielleicht, dass ich deine Hochzeit verpasse? Ich bin so aufgeregt. Was wirst du anziehen? Kommen andere berühmte Leute? Nina, es ist ein Traum. Was ist passiert? Ich muss mit Hugo sprechen. Nina, was ist hier eigentlich los? Jedes Mal, wenn du den Namen meines Bruders erwähnst, siehst du plötzlich aus wie ein völlig hilfloses kleines Mädchen. Er ist hinten im Garten. Und wie war Italien? Hugo, lass uns mit dem Quatsch aufhören. Ich bin nur gekommen, um dir zu sagen, dass ich Niklas heiraten werde. Schön für dich. Erwartest du jetzt, dass ich vor Freude in die Luft hüpfe? Sag mal, was bildest du dir eigentlich ein? Nach Jahren kreuzt du hier wieder auf und denkst, dass ich mein Leben für dich über den Haufen werfe? Mein Leben war sehr schön, bevor du kamst. Und das soll auch so bleiben. Ich will nicht eine von deinen vielen Verflossenen sein. Ich werde Niklas heiraten. Nina? Es stimmt, ich war viel unterwegs, ich habe viel erlebt. Eine Zeit lang dachte ich, es ist wichtiger, seine Zeit mit Pferden und mit Freunden zu verbringen, als mit den Menschen, den man liebt. Auf einmal warst du da. Ich denke ständig an dich. Wenn ich dich sehe, dann freue ich mich. Wenn ich da bist, vermisse ich dich. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich hätte nie gedacht, dass mir das passiert. Du bist die erste Frau, mit der ich mir vorstellen kann, Kinder zu haben. Ich habe mich in dich verliebt. Das möchte ich nicht verlieren. Ich liebe dich, seitdem ich denken kann. Wir müssen reden.
Also, ich finde, wir fangen jetzt an. Ich verstehe das nicht. Hat sie dir gesagt, wo sie hin wollte? Sie wollte nur noch kurz zum Morningstar. Ach, immer diese Pferde. Sie wird noch ein wenig Zeit für sich brauchen. Ist ganz normal bei so einer großen Hochzeit. Aber vielleicht hat jemand die Braut entführt. Hör auf, Benno. Das fehlt uns doch. Also jetzt glaubt mir doch endlich. Die liegen längst im Bett und sind glücklich. Prost. Es sei ihnen gegönnt. Prost, Prost. Normal, dass die beiden heute allein sein wollten. Was haben denn nur die Gäste gedacht? Ja, meine Liebe. Der Schatz. Hallo. Alexandra, hallöchen. Ja, wir sind schon fast unterwegs. Ja. Wie spät ist es denn? Bleib mal kurz dran. Oh, 9:30. Was? Ja. Mhm. Echt? Nee, das ist gerade ein bisschen schlecht, aber ihr geht's super. Mhm. Die ist gerade im Badezimmer, macht sich fertig. Alles klar. Sag ich ihr. Okay. Bis gleich. Ciao. Das ist eine super Hochzeit. Zum Frühstück eine halbe Flasche Gin getrunken. Du hattest eine Fahne von mir bis zum Pfarrer. Du betreibst schon wieder maßlos. Ein kleines Gläschen war das nur, weil ich Magenprobleme hatte. Und gerochen hat es niemand. Wir werden heute Maggie fragen. Unterstehe dich. Schön, dass Sie da sind. Wo bleiben Sie denn? Ja, Sie werden. Das kann man nie wissen. Ich hatte mal eine Trauung, da kam das Brautpaar 4 Stunden zu spät. Oh. Und hat noch eine Kuh gekalbt. Und das Kalb haben Sie dann auch noch mit zur Kirche gebracht. Wunderbar. Würdest du bitte anrufen und fragen, ob eine Kuh gekalbt? Ja, aber gewiss. Hugo, kommst du bitte? Ja.
mal vor, ich komme danach. Ich möchte mal wissen, was heute los ist. Hallo, hallo. Oh. Schön, dass wir zu spät sind. Tante Maggie, Tante Maggie. Hallo, ja. Hallo. Na, alles in Schokolade? Hallo. Hallo. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Aber, Liebes, du weißt, ich halte nichts von Schauspielern. Niklas scheint irgendwie in Ordnung zu sein. Wenn du ihn liebst. Wir haben uns also hier eingefunden, um Nina Becker und Niklas Tremsal in Liebe zu vereinen. Nachdem wir das Wort Gottes in der Heiligen Schrift gehört haben, frage ich euch vor Gott und seiner Gemeinde, wollt ihr im Vertrauen auf Gottes Treue und Güte in der Ehe füreinander annehmen und einander annehmen und füreinander da sein, solange ihr lebt? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Nein. Ich will nicht. Bitte. Tja, was wir Ihnen eigentlich wirklich sagen wollten, ist, dass wir hier heute nicht heiraten werden. Meine schöne Hochzeit. Wir haben in den letzten Wochen viel Zeit gehabt, um darüber nachzudenken. Ja, und wir haben rausgefunden, dass alle anderen wesentlich mehr Spaß am Heiraten hatten als wir. Und wir wollen uns nicht unglücklich machen. Nee. Wir wollen aber trotzdem feiern, weil wir auch herausgefunden haben, dass wir zwar kein Liebespaar mehr sind, aber die besten Freunde. Küss mich! Bitte beruhigen Sie sich. Das schöne Kleid. Das kann sie doch auf jeder Party anziehen. Ich würde vorschlagen, wir singen jetzt gemeinsam Lobe den Herrn. Lobe den Herrn. Ja, ist wohl nicht so ganz angebracht jetzt. Aber was machen wir denn jetzt? Ja, wir feiern ein Fest! Ich hatte das so gerne gehabt, als Schwiegersohn. Schade, mich ja nicht so gerne in der Familie haben. Oh, du hast doch immer noch.